Hallo zusammen, ich erzähle euch heute die Weihnachtsgeschichte. Und wahrscheinlich habt ihr die schon einmal gehört, auf die eine oder andere Art. Und ich erzähle sie heute noch einmal, weil Weihnachten ist so wichtig, dass wir uns erinnern. Und manchmal merkt man vielleicht, das habe ich ganz vergessen. Da bin ich mir gar nicht bewusst gewesen, dass das vorkommt. Und darum erzähle ich die Geschichte heute. Sie fängt an, wie könnte es so anders sein, mit der Maria. Und ich habe sogar eine Maria dabei. Voilà. Das ist Maria. Sie war auch ein bisschen jünger, als sie hier aussieht. Nämlich auch etwa 14. Und sie war schon verlobt mit dem Josef. Josef, wo bist du? Da. Der sieht ein bisschen aus wie Jesus. Vielleicht sind die zwei verwandt. Der Josef und Maria waren verlobt und eines Tages kam ein Engel zur Maria. Ich habe auch einen Engel dabei, aber ich dachte, das ist ein kleines, herziges Engel. Eigentlich steht in der Bibel, es war Gabriel. Und Gabriel war direkt vor Gott und hat seine Aufträge aufgeführt. Das ist wie der Bote. Und die von euch, die mich kennen, die wissen, heißen Gabriela. Darum finde ich den Engel Gabriel cool. Der Engel kam zur Maria und gesagt, Maria, oh, der Josef ist gut auf das Gesicht gefallen von Luther. Herr Jemine, hat gesagt, Maria, du kommst ein Kind über. Und Maria so, was? Ich bin noch fast ein Mädchen, ich bin noch gar nicht geheiratet, wie soll das gehen? Und der Engel hat gesagt, weisst, Gott schaut dir schon. Aber du kommst ein Kind über und es wird Jesus heissen und es ist der Retter der Welt. Und Maria so, what? Also, in diesem Fall, hey, und was sie jetzt mir Josef erzählt. Und Josef hat gedacht, das ist nicht möglich. Das einfach so als Kind. Ich meine, wir wissen alle, wie es geht. Und es geht nicht, dass ein Mensch alleine ein Kind überkommt. Das braucht immer zwei. Und Josef hat gedacht, jemand hat ihn beschissen. Und dann, Gott hat es schon gewusst, darum hat er den Engel geschickt. Und der Engel ist zum Josef gegangen und hat gesagt, Josef, Maria hat nicht gelogen. Sie kommt im Fall wirklich ein Kind über. Und das Kind ist von Gott und soll Jesus heissen. Und du kannst ihr gefälligst glauben. Dann hat Josef gesagt, also, ich meine, wenn einem Engel begegnet, dann stellt man nicht mehr grosse Fragen, oder? Und so hat Josef Maria geheiratet und die zwei sind zusammengezügelt. Und es ist nicht lang gegangen und Maria hat langsam ein Bäuchchen bekommen. Und sie mussten nach Bethlehem gehen. Weil der Josef ist einer von den Enkeln vom König David gsi. Und der war ja von Bethlehem, das wissen wir. Und der Kaiser wollte zählen, wie viele Leute er hat, so wie heute die Schweiz das manchmal auch macht, bei den Steuern oder so. Und darum mussten alle Leute in ihre Heimatstadt gehen und dort hat man sie gezählt. Und so sind Josef und Maria mit einem Esel, den ich auch mitgebracht habe, in ihre Heimatstadt gegangen, Bethlehem. Maria durfte reiten, jetzt müssen wir schauen, aber es ist nicht so ein Esel, den Maria konnte reiten, leider. Wir hängen sie so drüber, weil sie ja so schwanger war und der Bauch da ist schwer und Baby, also ja. Schaut mal, sie hängen effektiv. Coolio. Genau, so sind sie auf Bethlehem gekommen und wollten nicht mehr übernachten. Ich meine, es ist auch eine lange Reise, mehrere Tage, die waren müde, die wollten in ein Hotel gehen. Man hat dann nicht Hotel gesagt, man hat Herberge gesagt, oder so kennen wir es aus der Übersetzung. Aber ihr wisst alle, sie haben geklopft. Und überall hat man gesagt, sorry, wir sind schon voll. Sorry, kein Platz. Wir sind schon voll. Was? Jesus kommt auf die Welt und es hat nie einen Platz für ihn. Maria und Josef sind schlussendlich zu einem Herbergbesitzer gekommen, der sehr barmherzig war. Er hat gesagt, hey, dir sieht mega müde aus. Wenn man mir das heute sagt, habe ich nicht Freude. Aber ich nehme an, Josef und Maria waren froh, dass jemand Mitgefühl hatte mit ihnen. Und dann hat er gesagt, ich habe zwar auch keinen Platz mehr in meiner Herberg, aber im Stall. Das auf dem Feld, dort hat es noch etwas Platz. Und ich meine, immerhin ist es Schärme, es ist warm, weil die Tiere haben warm, es ist zwar nicht isoliert, vielleicht zieht es durch den Wind durch und so, aber ich meine, es ist besser, als ihr müsst draussen in der Strasse pennen oder unter einer Brücke oder so. Und so sind Josef und Maria mit ihrem Esel
rausgegangen auf das Feld zu dem Stall und es ist nicht lang gegangen und Maria hat gesagt, Udo, jetzt kommt es auch der kurz um. Sie ist ja hier schon nicht mehr schwanger, leider als Playmobil, das hätte ich gesehen, ein schwangeres Playmobil. Und der Josef hat gesagt, also komm, wir machen mal ein Feuerchen, um heisse Tücher sterilisieren und abkochen. Das wissen die von euch sicher, die schon in die Schule gehen, dass man muss gut Sachen desinfizieren, sterilisieren, so wie wir alle die Hänge waschen. Dann hat er da noch ein bisschen Holz geholt, Reservenholz für das Feuer. Und Maria hat wieder offensichtlich scheint Jesus bekommen. Ui, hoffentlich hat sie mehr Sorge als ich. Jesus ist auf die Welt gekommen. Und was sie nicht gewusst haben, ist, schon vor ein paar Monaten, als sie losgezogen sind, ist im Himmel ein Stern erschienen. Der Stern von Bethlehem. Das ist der Stern von Bethlehem. Macht euch auf und folgt ihm. Der Stern. Und der hat Leute aus dem Osten, wo mega fest den Himmel studiert, die haben den gesehen und haben sie gesagt, der Stern in unseren Büchern steht, wenn der kommt, dann kommt ein König. Gehen wir ihn suchen. Und jetzt, das ist manchmal, denke ich, mir das ein bisschen fragwürdig. Ich meine, jetzt, heute, wo wir ja die Welt schon ein bisschen kennen und viel reisen und so, stellt euch mal vor, jemand sagt, du, ich habe gehört, wenn dieser Stern am Himmel steht, dann ist etwas passiert, etwas mega Spannendes passiert. Können wir mit helfen suchen? Dann sagt jeder so, was? Nur wenn du sagst, hey, komm, wir nehmen diesen Flug und fliegen dort her. Ich glaube, es ist dort passiert, würden die meisten Leute wären recht zurückhaltend. Aber die konnten nicht mal fliegen. Die wussten, sie müssen Monate reisen, um herauszufinden, wo der Stern herzeigt. Und ich kann mir das wie fast nicht vorstellen, aber es ist so beeindruckend, dass die offensichtlich den Himmel so gut kennt und die haben geglaubt, was sie haben gewusst und gelesen haben, nämlich, dass wenn der Stern dort ist, dass dann ein König ist auf die Welt gekommen. Und das waren ja nicht Christen oder so, die gewusst haben, hey, jetzt kommt dann mal Jesus auf die Welt. Sondern das waren Leute aus dem Osten, wahrscheinlich aus der Gegend, wo Anno dazumal der Daniel aus der Löwengrube, der Daniel, wo der hat gewohnt, du warst im Exil in Babylon, einfach Höhne weit fort und nichts und nie etwas zu tun mit Israel zu diesem Zeitpunkt. VV sind die dem Stern gefolgt und aus irgendwelchen Gründen hat der Stern können Halt machen über einem Stau. Und das ist alles passiert, wo Maria und Josef noch nichts davon gewusst. Und wisst ihr, was ist auch noch passiert? Auf dem Feld aus, auch ein bisschen abseits von der Stadt, waren die Hirten. Und die haben Schafe gehütet. Das hat man so gemacht. Früher hatte man nicht so Zäune, weil immer, es ist so schnell gegangen, bis die Schafe eine Weide leer gefressen hatten, dass man einfach, dass jemand mit den Schafen draussen war und wenn sie nichts mehr zu fressen hatten, dann ist man weitergezogen. Und jetzt waren die Hirten draussen mit diesen Schafen und dann, oh, plötzlich wird es taghell. Und es war nicht so, dass ein Scheinwerfer von einem Fußballstadion angegangen wäre. Oder dass plötzlich jemand gesagt hat, oh, Scheibe, unsere Uhren gehen falsch, darum ist es hell mit in der Nacht. Sondern es ist wirklich hell geworden, mit in der Nacht. Und die Hirten alle so, was ist los? Was läuft? Ich denke, es hat sie sogar etwas geschudert. Auf alle Fälle. Es war nicht nur ein Engel, es steht ein ganzer Chor von Engeln. Sie kamen und haben gesungen und haben gesagt, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Der Retter ist geboren. Und die Hirten, ich meine, die sind auch nicht in die Schule gegangen, die haben auch nicht eine Ausbildung gehabt, die haben nicht mega viel gewusst. Aber die haben gewusst, Retter, das nehmen wir, weil das, die waren dann wirklich arm dran gewesen. Und so haben sie ihre Schäfchen genommen. Und die Engel waren so nett gewesen und haben noch gesagt, dir findet dort einen Stall und dort hat dir, das weiss ich nicht mehr, ob sie es gesagt haben, aber es war auch naheliegend mit dem Stall. Und dort hat ein Baby in einer Krippe in Windeln gewickelt. Das sind recht viele Details, eigentlich. Und so sind die Hirten gegangen,
Es war auch nicht der einzige Stall. Ich weiß nicht, ob sie zu mehreren Ställen gehen mussten. Aber schlussendlich sind sie zu dem Stall gekommen, hier, wo Maria und Josef mit Jesus waren. Und die haben gesagt, du, wir haben gehört, da hat es ein Kind. Können wir ihm Ehre erbringen? Das ist noch ein schwieriger Begriff zum Verstehen, Ehre erbringen. Aber ich glaube übrigens, wenn ich das zuerst mal gesehen und denkt, was, ein Steinbock hat es im Stall? Aber es ist auch ein Geiss. Die Hirten haben sich Zeit genommen und sind zu Jesus gekommen. Und gesagt, wow. Und ich meine, jetzt hat man Jesus noch hinten und vorne angesehen, dass das mal ein Retter wird. Dass er die Menschen befreit von Ungerechtigkeit. Dass er Frieden bringt. Dass er uns Hoffnung zurückbringt. Dass er Heilung bringt für die krank sind. Und Freude für die müde und beladen sind. Das hat man dann noch nicht gesehen. Es war einfach ein Baby. Aber die Hirten haben den Engeln geglaubt. Und Maria und Josef haben dem geglaubt, was der Gabriel erzählt. Jesus ist auf die Welt gekommen. Der Retter. Der alles wird verändern. Und an das erinnern wir uns heute an Weihnachten. Und eigentlich ist es noch cool. Ich meine, wenn sie in der Schule sagen, du dich an das erinnern, die dann an die Hausaufgaben. Was machen wir? Wir schreiben es auf oder irgendwie, wir stellen einen Timer oder einen Wecker oder wir sagen es einer Mami. Aber früher hat man gesagt, wenn man sagt, erinnern dich, dann haben sie entweder einen Steinhaufen bauen und jedes Mal, wenn sie dran sind, vorbeigelaufen, haben sie gewusst, ah, stimmt. Oder sie haben ein Fest gefeiert. Und ich finde eigentlich das mega genial. Ein Fest feiern, um uns zu erinnern. Und darum erzählen wir jedes Jahr die gleiche Weihnachtsgeschichte, die wir alle schon 100 Mal gehört haben. Dass wir uns wirklich erinnern. Jesus ist gekommen. Er ist auf die Welt gekommen. Und nicht mit dem Lift und irgendwie mega Bombenstar irgendetwas, sondern Jesus ist Mensch geworden. Für dich und für mich. Für Hoffnung. Für Freude. Für Frieden in unserem Herz drin. Mega. Ich bin jedes Mal wieder mega berührt. So gut, dass wir uns da immer wieder daran erinnern, nicht? Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Fest.